Vom 17. bis 19. März fand in Langenau wieder die Deutsche Fallplattenmeisterschaft der ISSA im Shoot-Off-Schießen statt. Diese Sportart erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Jung und Alt. Geschossen wird dabei auf optisch und akustisch reaktive Ziele, was eine direkte Trefferkontrolle sofort nach dem Schuss erfordert. Die deutschen Meisterschaften finden nun hier zum dritten Mal in Langenau statt. Wir haben die Chance ergriffen, im Schützenclub Einheit hier in Brand-Erbisdorf das Match, was die große deutsche Meisterschaft im Shoot-Off-Schießen darstellt, hier wieder abzuhalten, weil wir hier nahezu ideale Bedingungen auf mehreren Bahnen und mit sehr vielen Helfern haben, die das Match auch erfordert. Und so können wir den Schützen einen perfekten Ablauf und ein wirklich spannendes Match anbieten. Die Schützen werden hier mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Das Wichtigste ist wohl der direkte Kontakt im Wettkampf mit dem Mitbewerber. Das heißt, es schießen ja gleichzeitig zwei Schützen, sodass also das Ergebnis des anderen oder die Fähigkeit, das Können des anderen unmittelbar Einfluss auf das eigene hat. Entweder gewinne ich oder ich verliere. Und diese Situation, die ist sehr aufregend für den Schützen. Das heißt, es erfordert eine hohe Konzentrationsfähigkeit, eine hohe Fähigkeit, sich runterzunehmen und sich auf sich selbst zu konzentrieren, was also zusätzlich zu den normalen Schieß- und Handhabungsfertigkeiten abgefordert wird. Das ist die Besonderheit des Shoot-Off-Schießens, dass ich zusätzlich im unmittelbaren Vergleich mit dem anderen Schützen hier mich dem Wettbewerb stelle. Naja, Krieg, Schießen und Tod, das wird sehr leicht und sehr gerne immer mit dem Thema Waffen vermischt oder darüber gestülpt. Wir als Sportschützen fühlen uns dadurch richtig mies angegriffen, weil wir der Überzeugung sind, dass nicht die Waffe das Gefährliche ist, sondern wenn überhaupt der Mensch, der sie falsch handhabt. Das ist bei Küchenmessern und Autos genauso. Und nur weil irgendein Verrückter oder ein Straftäter oder ein Terrorist eine Waffe missbraucht, hat das überhaupt keinen Einfluss darauf oder sollte bei vernünftigen Menschen keinen Einfluss darauf haben, wie man den Sport anderer Leute bewertet. Es ist auch Autorennen lebensgefährlich. Und da redet auch kein Mensch darüber, dass die verrückt sind. Bei den Waffenbesitzern, die ständig überprüft werden, die sich besonders rechtstreu verhalten, weil man ihnen sonst die Waffen wegnehmen würde, da ist offenbar alles anders. Und es wird leider eben auch von vielen Leuten über das Thema geredet, die in Wahrheit nicht mal die Begrifflichkeiten auseinanderhalten können. Das ist ziemlich schrecklich. Ja, Schießen und Gesundheit. Das ist eine Thematik, da gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung. Wir haben uns gestattet, das auch in unserem Matchheft, was wir hier gedruckt haben, auch nochmal wiederzugeben. Es ist erwiesen, dass der Schießsport nur erfolgreich betrieben werden kann, wenn der Schütze Kondition, Geschwindigkeit, Konzentrationsfähigkeit hat. Und in der Studie hat sich dann herausgestellt, dass auch das Gleichgewichtsgefühl, die Sehkraft geschärft wird und eben diese Anspannung, die der Schütze in dieser kurzen Zeit des Wettkampfs zu erledigen hat, eine hervorragende auch Kreislaufstärkung ist. Man wird es nicht glauben, aber man geht da mit 180 Puls von der Stage, auch wenn man nur 20 Sekunden dort gearbeitet hat quasi. Anlässlich der Meisterschaften war sogar der Präsident der ISSA angereist. It's a pleasure to be here in Brand-Erbisdorf and especially in Langenau for this match. Die ISSA ist eine Organisation, die aus Amerika gegründet wurde. Unser Weltpräsident, der Herr Mike Gallion, nimmt sogar aus Amerika kommend extra für uns an unserem Match teil. Und bei der ISSA ist es das Ziel, das Spaßschießen, das Speedschießen, das präzise Schießen auf reaktive Ziele dem Publikum anzubieten. Der Skisport ist, wie jede Sportart, eine Sozialveranstaltung. Das heißt, sie lernen Sozialisation mit Gleichaltrigen, mit Älteren, leben in einer Gemeinschaft. Sie lernen Disziplin, Fair Play, Verantwortung, sehr viel im Skisport. Und vor allem auch Spaß zu haben an etwas. Also sprich, Verantwortung auch zu übernehmen für etwas, sich einzubringen. Schießsport ist ein Einzel- oder Teamsport, je nachdem, wie man es macht, mit einer Mannschaft oder als Einzelschütze. Es gibt eine sehr große, breite Vielzahl von Disziplinen, mit denen man sich abgeben kann.
Und er ist eigentlich für Jungs und Mädchen genauso gut geeignet. Ja, es gibt also keine Unterschiede. Jeder kann praktisch mitmachen. Langenau ist ein wunderbarer Ort. Unsere Freundschaft mit den hiesigen Schützen ist sehr intensiv. Wir helfen uns gegenseitig und ich hoffe auf eine langjährige, weitergehende Freundschaft und gegenseitige Bereicherung. Die Veranstaltung macht uns hier in der Region und bundesweit eigentlich bekannt unter den Schützen. Sie ist mittlerweile zum beliebten Wettkampf geworden. Wir sind derzeit 150 Mitglieder im Verein. Das resultiert daraus, dass wir uns zusammengeschlossen haben mit der ehemaligen Einheit Brand-Erbesdorf, was wir 2015 vollzogen hatten. So, und im letzten Jahr, im 2016, sind ungefähr 60 Mitglieder noch dazugekommen, sodass wir jetzt bei einem Stand von 150 Mitgliedern sind. Darunter sind 4 Jugendliche. Wir sind dabei, eine Jugendgruppe aufzubauen, die mit Airsoft schießen. Bedanken möchte ich mich recht herzlich bei allen Helfern aus dem Verein, die hier die Wochen im Vorfeld den ganzen Stand mit hergerichtet haben, damit wir den Wettkampf ordentlich durchführen können. Bei allen Sponsoren und Organisatoren, die das ermöglichen. Ich bedanke mich ganz einfach bei allen recht herzlich und freue mich für die Bereitschaft, die sie gezeigt haben.